So, herzlich willkommen beim zweiten Teil von... Ups, ich hab gerade wieder Controller-Probleme. Moment, ohne Moment. Irgendwie will er das jetzt nicht so annehmen. Einen Blick. Fängt ja schon mal sehr gut an. Jetzt funktioniert's wieder. So, im Hintergrund ladet die Folge hoch. Und ich natürlich erstmal willkommen zur zweiten Folge Batman Arkham Origin. Origins. Und ja, wie gesagt, im Hintergrund ladet gerade die erste Folge hoch. Die soll nämlich genau heute hochkommen, da ich alles in einem jetzt gerade durch aufnehmen werde. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen. Kann sein, dass es jetzt, dass ich nur drei aufnehme. Eine lade ich hoch, den Rest mache ich morgen. Das heißt, morgen gibt es dann auch nochmal ein Video und so weiter. Wie gesagt, ich würde jeden Tag machen. Und da ich ab dem 20. ungefähr nicht mehr da bin, werde ich auch noch ganz viel da noch vorproduzieren. Aber jetzt ist es erstmal so, das war hier so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Auf jeden Fall, es ladet gerade hoch und ich hoffe, das kriegen wir heute noch gebacken, das hochzuladen. Und ich nicht lange schnacken und würde jetzt sagen, fangen wir doch mal direkt an auf nach Gotham City. Sir, um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Nochmal, gut. Hier übrigens das Schiff. Ja, dann eben... Dann jetzt gleich. Bis. Okay. Jetzt auf nach Arkham. Nein. Na, auf nach Gotham City. So. Jetzt aber. Sehr dramatisch. Voll die Scheibe. Na gut, hier sind wir jetzt also. Gut. Ja, da es hier hauptsächlich nur um die Story geht, erstmal denke ich mal, ist es jetzt noch nicht notwendig, es unbedingt schon Sack zu besorgen. Und die Geiseln! Siehst du das auch? Was zum Teufel ist das? Ich werde abdrücken, ich bluffe nicht! Ich sollte hier Rauchbomben einsetzen. Ich muss nach oben aus der Gefahrenzone. Wenn er nicht sieht, kann er nicht erschießen. Ja, ich weiß. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Aber einen Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Sollen wir die Geisel töten? Das ist mein Wartungsauftrag, das ist alles. Nein. Scheiß drauf, ich kündige. Wie so ein Vollprofi. Also, ich sag mal so, das Spielthematik sollte eigentlich jeder kennen. Oder jeder können. Was zum Teufel war das? War das der, der uns angeheuert hat? Ausschalten. Zack. Boom. Begeben Sie sich in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mach ich. War doch nur ein einfacher Wartungsauftrag. Lass mich besser in Ruhe. Nein, ich werde auch bitten. Kommst du mir zu nahe, bringe ich den Typen hier um. Das ist mein Ernst. Und klatsch. Ich kann den Turm reparieren. Was immer Sie wollen. Tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Dark Knight Herausforderung. Okay. Ich habe das jetzt nicht so genau verstanden, aber okay. Oh, das war falsch. Wir haben noch keine. Okay.
Oh, mein Gott, er wird brennen. Gut, auf zur nächsten Stelle. Oh, das war ja wirklich saudumm. Autsch. Also das war ja mal wirklich sehr doof. Eigentlich habe ich die falsche Taste gedrückt. Naja, nun ja gut, okay. Ist jetzt halt passiert. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Oh, scannen. Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. So, nächster Scan. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird. Und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Alfred, sehr gut. Ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Au. Das wollte ich jetzt nur mal gemacht haben. Jetzt war ich ein bisschen sehr ruhig. Ich weiß nicht, für mich gehört das komplett dazu. Ich weiß zwar, dass die Karte schon da drin ist, aber... Ach ja. Oh ne, das war falsch. LB drücken. Achso, ja, die Karte scannt schon. Auf dieser Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Oh, das geht nicht. Das ist mir klar. So. Unglücklich. Es gibt einige Punkte, die ich nicht mehr so gut weiß. Das ist wirklich kein Scherz. Also... Er kommt ja gleich noch was. Achso, übrigens, warum man bei mir die FPS-Zahl sieht, weil ich die mit Absicht anhabe. Alfred, nimm aber Kontakt manchmal mit der Polizei an, manchmal auf. Nicht. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Naja, also manchmal ist sie halt da, manchmal nicht. Ist mir gerade eingezogen, gerade. Aber ich habe die halt einfach so für mich mal an. Und hallo? Sieh an! Der König der Raufbolde persönlich! Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen! Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha! Das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also.
Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Mist. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Wie ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Oh ja. Hui. Hier läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Das muss jetzt einfach mal sein. Gut, also, wir müssen dort hinten mal hin. Und tschüss. Alle Einheiten, wenn sie 10-10 sind, melden sich bitte. Alter, bleibt mal bei einem. Dankeschön. So, und die nächsten. Wie die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jezebel Plaza. Yeah. Das war mal ein sehr, sehr schöner. Kann man ja noch sagen, aber es kommen so viele von denen. Ist eine lange Brücke. Ich sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Das mache ich schon. Klatsch.
Deine Zeit ist. Latsch, komm. So. So, zack. Dann wäre das auch erledigt. Ups. Vertrau mir, ich werde diese Killer ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin. Es geht nicht nur darum. Wenn irgendein Kind nachschaut, was da auf dem Dach herumrippelt, wird es in seiner Flamme erwarten, keine schwarze Fledermauskreatur. Ich trippel nicht. Einfach locker! Alter. Immer wenn man einen coolen Trick machen will, funktioniert das nicht. Oh, Alter, ich will doch hier noch ausweichen. Na, dann machen wir das auf die altmodische Art. Und Schiff. So, haben wir dann jetzt auf. So. Gar nicht so viel gesprochen, irgendwie ist mein Hals trocken. Nee, das ist nicht so geil, aber. Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bringe sie zum Reden. Was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Also, was ich gerne hätte. Oh ja, das wäre so schön. So viel.
Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder? Artig. Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Okay, und los geht's. Wo ist der ganze Rest? Oh, ganz ruhig, Braun. Ich arbeite mit dem Pinguin. Oh nein! Nein! Ah, verdammt! Ach Gott, Alter! Was nimmst du bloß für Drogen? Ach man. Huh. So. Und da haben wir ihn fertig. So. Wo ist der Pinguin? Weiß ich nicht. Wo ist er? Oh, ich schwör's. Verdammt. Zu lang gewirkt. Mach auf. Was ist los? Zeit zu reden. Wo ist Common Part? Lass mich los! Wenn du willst. Bitte, stopp! Stopp! Ich rede! Ich sag dir alles, was du willst! Bitte! Zu spät. Ich hab schon, was ich brauche. Dieser SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren. Alfred, mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt was von deiner Seite? Nein, Sir, ich sehe es auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Bedrings stört. Ich habe den Turm auf Ihrer Karte markiert. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Okay, ganz kurz meine Grafikeinstellung. Das ist alles. Okay. Jetzt. Oh. Oh. Hat er das jetzt genommen? Ja, hat er. Okay. Achtung, alle Einheiten. Wir brauchen sie alle im Einsatz. Bis auf weiteres kein 10-10 mehr. So. Ich bin einfach nur froh, einen Job zu haben. Aber findest du das nicht schräg? Wir haben ihn eigentlich gesehen. Das war sehr, sehr cool. Nein! Oh, mein Fress, Alter! Ach, meine Fresse, Alter!
Ah, ja, ja, dann geh doch, ne? Und, da muss ich dich kloppen, Alter. Sieh mal an, wer da ist. Du willst es also ernsthaft mit mir aufnehmen? Dann leg mal los. Ich freue mich schon darauf, dir beim Scheitern zuzusehen. Ja? Freust du dich da drauf? Toll, das war jetzt... Nein, das ist ja wieder falsch rum. Ach, typisch. Warum den Kopf bemühen, um ein Problem zu lösen, wenn man doch einfach irgendwas draufwerfen kann? Richtig. Und jetzt, du hättest ja nur fragen müssen. Fragen sollen. Oder fragen können. Weißt du, wenn du nett gefragt hättest, hätte ich dir aufgemacht. Oh. Naja, hättest du mal gemacht, dann wäre das alles nicht so schwer. Boah, was ist das denn jetzt schon wieder? Glückwünsche sind angebracht. Vielleicht bist du doch nicht so dumm, wie ich erwartete. Warum tust du das, Enigma? Sorry, aber das ist blöd. Gefällt mir. Also, ich sag's dir. Gotham ist verdorben. Voller Vandalen, die die Stadt mit Gewalt kontrollieren. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Dann lass mich ausreden. Ich will sie loswerden, Batman, um Gothams intellektuelles und moralisches Niveau zu heben. Aber ich bin kein Schläger, wie du. Meine Methoden sind etwas raffinierter. Was du tust, ist nichts anderes als Diebstahl. Daran ist nichts Raffiniertes. Deine Antwort ist zu vorhersehbar, wie banal. Mach's gut. So. Jetzt kann ich auf die SIM-Karte von Pinguins Handlanger zugreifen und Pinguins Funknetz hacken. Direkt aus dem Glas. Sie finden alle Geschmackssorten meiner hausgemachten Fruchtkonserve. Von einer Reihe von Anschlägen durch Jünger von Luigi. Naja, gut, okay. Ich dachte mal noch. Mikrowellen. Der Pinguin ist ziemlich angepisst über den geplatzten Deal. Ja, wenn ich was damit zu tun hätte, wäre ich schon aus der Stadt verschwunden. Alfred, ich erhalte ein Signal von Pinguins Männern. Es stimmt aber mit keiner bekannten drahtlosen Frequenz überein. Ah ja, ich sehe es. Der Pinguin hat anscheinend sein eigenes Drahtlosnetzwerk errichtet. Mit Hilfe von Laptops, die als provisorische Funkstationen dienen. Er schickt seine Männern die Frequenzen über Walkie-Talkies. Zwei dieser Funkstationen sind ganz in ihrer Nähe. Gut. Markiere sie auf meiner Karte. Wenn ich diese Walkie-Talkies hacken kann, kann ich seine Position triangulieren. So. Wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt mit der Audioqualität und so weiter etwas besser ist als sonst. Weil, ja, ich habe jetzt Studioqualität an. Oh. Ja, wie gesagt, ich hab. Seht ihr das? Komm! Klatsch, boom und der nächste und klatsch. Und weg damit. Ich dachte mir, wenn ich eh schon mal hier bin. Da gibt's gleich ja diese ganzen Enigma-Aufgaben. Ich weiß gar nicht. Oh, was war da? Ob man das schon überhaupt so sehen kann. Das ist auch sowas. Mal gucken. Was diese Relais auch schützen, es ist nichts Gutes. Ich sollte alle zerstören, die ich sehe. Sekunde mal, das ist die Fledermaus! Ah, die werden nur bewusstlos, okay. Hallo. Oh. Da mischen wir mit. So.
Ah, 20. Aber immerhin. Jawohl. So. Ich glaube, ich sehe nicht recht. Los geht's, sie haben ihn gefunden. Und 18. Schade. Naja. Was ist das denn? Ist das nur eine Lampe? Ja, es ist nur eine Lampe. Gut. Oh, 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 oh. Dann so. So. Und dann so. Na, dann sind wir schon mal auf dem Nebendach, dann können wir die auch schon mal machen. Dann machen wir das noch. Und dann geht es in der nächsten Folge jetzt dann wieder weiter. Arschloch! Arschloch! So, das haben wir. Oh, das. So. Dann machen wir in der nächsten Folge gleich weiter. So, positionieren wir uns dann schon mal. Und da ist der nächste Kampf. Und den sehen wir beim nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.